Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Es sind nur noch knappe 3 Wochen. Dann ist sie endlich zurück. Also so richtig. Am 13. und 14. Dezember zeichnet Helene Fischer in Düsseldorf ihre Weihnachtsshow auf. Und wenn man dem österreichischen Blatt Kleine Zeitung Glauben schenken mag, wird sie die Weihnachtsshow mit einem ganz besonderen Gast verbringen. Niemand Geringeres als Andreas Gabalier soll zusammen mit Helene Fischer auf der Bühne stehen. Das wäre eine riesige Überraschung, hatte sich doch Andreas Gabalier eine kleine Pause auferlegt. Zu stressig war das vergangene Jahr. Die Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider, die Tage im Krankenhaus, die vielen Konzerte. Doch für Helene Fischer will der österreichische Superstar angeblich eine Ausnahme machen. Wie die Kleine Zeitung weiter berichtet, sollen Andreas Gabalier und Helene Fischer in Düsseldorf ein Duett anstimmen. Das wäre nicht ungewöhnlich, singt Helene Fischer mit den meisten ihrer Gäste doch ein Duett. So schmetterte Helene im vergangenen Jahr bereits mit Eros Ramazzotti, Kerstin Ott oder auch Parola Felix das ein oder andere Lied. Andreas Gabalier, sollte die Meldung stimmen, wäre damit der zweite Gast, der schon vor der offiziellen Verkündung durch das ZDF durchgesickert ist. So hatte schon Komiker Bülent Ceylan sein Kommen angekündigt. Noch warten die Fans jedoch auf den ganz großen internationalen Superstar. Ein großer Wunsch, Robbie Williams. Völlig unrealistisch scheint sein Kommen nicht. Schließlich lädt das ZDF gerne internationale Megastars in die Show. Und zuletzt hatten der Ex-TKZ-Sänger und Helene Fischer ja auch ihren gemeinsamen Weihnachtssong Santa Baby vorgestellt. Man darf also hoffen. Angesprochen auf die Gerüchte heißt es vom ZDF nur, dass man diese nicht kommentiere. Danke, schönen Tag noch.